Kletterpartie durch die Chakras, eine Meditationsanleitung. Hallo und herzlich willkommen zum Meditationspodcast von www.yoga-vidya.de. Chakras sind wie Klettergriffe auf dem Weg zur höheren Erfahrung. Die sieben Chakras entsprechen den sieben Klettergriffen. In der Meditation kannst du entlang der Chakras nach oben klettern, um im Sahasrara-Chakra die Verbindung bzw. die Einheit mit dem Höchsten zu erfahren. Im Muladhara-Chakra hast du die Erdung erfahren, die Verbindung mit Mutter Erde, Verwurzelung und Festigkeit. Im Svadhisthana-Chakra, dem zweiten Chakra, kannst du dir vorstellen, dass es fließt, dass du die Verbindung hast mit dem Wasserelement, welches auch für Kreativität steht. Wenn du dann zum Manipura-Chakra hochgeklettert bist, Bauchgegend, Lendenwirbelsäule, dann kannst du das Feuerelement fühlen und dir vorstellen, dass du mit Enthusiasmus und Begeisterung ausgestattet bist. Der nächste Klettergriff ist das Anahata-Chakra. Dieses ist das Sitz des Luftelementes, ist das Herzchakra. Im Anahata-Chakra ist die Tiefe der Seele, Atman, erfahrbar. Und Atman ist eins mit Brahman. Anahata-Chakra ist der Sitz von Liebe und Freude. Als nächstes kletterst du hoch zum Vishuddha-Chakra, zum Halschakra. In diesem Chakra kannst du dich verbunden fühlen mit allen Wesen. Als nächstes kommt der Klettergriff des Ajna-Chakras, Stirnchakra genannt. Es ist das Chakra der Intuition und der höheren Erkenntnis. Zum Schluss kletterst du hoch zum Sahasrara-Chakra, zum Scheitel-Chakra, auch Kronenchakra genannt. Und wie kannst du so von unten nach oben klettern in der Meditation? Eine einfache Methode wäre mittels Mantra-Meditation. Du setzt dich gerade hin, Asana. Du atmest ein paar Mal tief ein und aus, Pranayama. Du sprichst ein Gebet, eine Affirmation oder Gedanken des Wohlwollens, Pratyahara. Dann wiederholst du ein Mantra wie Om oder Om Namah Shivaya. Und dann gehst du durch jedes Chakra. Du spürst das unterste Chakra, wiederholst dort das Mantra ein paar Mal, gehst dann zum Svadhisthana und so weiter. Und so kannst du auf deine eigene Weise von unten nach oben gehen. Also anstatt, wie du es vielleicht gewohnt bist, bei einem Chakra zu bleiben, wie wir es bei Yoga Vidya meistens machen, du bleibst im Anahata-Chakra oder in dem Stirn-Chakra und wiederholst dort das Mantra, anstatt das so zu machen, bleibst du eine gewisse Anzahl von Atemzügen in jedem Chakra und gehst dann weiter. So kletterst du von unten nach oben. Ja, das nächste Mal oder ein weiteres Mal will ich eine vollständige Meditationsanleitung machen, sodass du meinen Anweisungen dort folgen kannst. Ja, mehr über Meditation findest du auf den Yoga-Vidya-Seiten unter www.yoga-vidya.de. Dort kannst du oben rechts ins Suchfeld eingeben, Meditation. Und so findest du dort viel mehr Informationen. Wenn du magst, meditiere jetzt einfach. Du kannst dich gerade hinsetzen und dann kannst du von unten nach oben Chakra für Chakra nach oben gehen und einfach das Mantra dort wiederholen. Gute Meditation wünsche ich dir.